Angry Monkey Lover schreibt, bei Depressionen sinkt auch die Empathiefähigkeit. Ja klar, weil man ja nur an sich selber denkt bei Depressionen und nicht an andere. Denn glaubt mir, Leute, wenn ihr jeden Tag einer anderen Person helft oder einer anderen Person Mehrwert bietet, dann bekommt ihr so viele Glücksgefühle. Und wenn ihr auf ein langfristiges Ziel hinarbeitet, dann bekommt ihr nicht nur Dopamin, sondern auch so viel Serotonin und Endorphin, dass ihr euch die ganze Zeit gut fühlt. Also ich persönlich, Leute, ich fühle mich wirklich zu 99% der Zeit extrem gut. Und noch was, das ist auch der Grund, Leute, warum ich das Ganze mache. Es geht doch nicht mehr um mich, Leute. Ich habe ein fettes Penthouse in Cancun. Ich habe ein Penthouse in Deutschland. Ich habe Immobilien, Aktien, Euro, Peso, Krypto, ich habe das alles. Ich habe genug Geld. Ich habe einen Ferrari, ich habe einen Rolls Royce. Ich habe eine super Beziehung, ich habe super Freunde, ich habe das schon alles, Leute. Ich mache diese Livestreams hier, weil ich Probleme sehe und weil es mein Ziel ist, diese Probleme mit meinem Wissen für andere natürlich auch zu lösen. Und um ein Gegenpol zu sein für den ganzen Schrott-Content, Leute, weil 90% von YouTube und 90% der großen YouTuber, die bringen nur Entertainment und Schrott. Und das verblödet dich, macht dich dümmer, es demotiviert dich, es demoralisiert dich, es macht dich depressiv. Und ich will dazu ein Gegenpol sein, okay?